heute habe ich für euch einen kleinen Beauty Haul. Mein letzter Beauty Haul war vor circa, sag ich mal, 3 Monaten gewesen. Ja, ich habe auch nie so viel eingekauft in den 3 Monaten, weil ich habe schon so vieles zu Hause. Und deswegen möchte ich die Sachen erstmal aufbrauchen und halt dann neu kaufen. Und so zwischendurch mal brauchte ich wirklich ein paar Sachen. Wie zum Beispiel halt neue so Reinigungstücher. Diesmal habe ich welche von Rival de Lob, limitierte Edition. Exotic Mango. Oh, und die riechen wirklich super. Also oh, herrlich. Das riecht wirklich nach Mango. Also ich liebe total immer diese limitierten Edition von den Tüchern. Ja, kosten 1,29, sind 25 Stück drin. Also wirklich kann ich nur empfehlen. Also super tolle Tücher sind das. So, dann brauchte ich noch ein ja, Haarshampoo. Und zwar habe ich mir diesmal von Garnier Fructis kräftigendes Shampoo plus Spülung. Also das ist irgendwie beides zusammen in einem. Gekauft. Das war jetzt diese Woche bei Rossmann auf, oh Gott, 1,79 reduziert. Habe ich noch nicht getestet, aber riecht wirklich sehr gut. Dann, das war schon jetzt vor 2 Wochen oder so, habe ich das hier gekauft von Dove. Intensiv Body Lotion. Unterstützt die Hautregeneration. Das war für meinen Mann. Mein Mann hat sich gewünscht, ja, die Lotion und gab es vor 2 Wochen, glaube ich, im Angebot für 2,75. Also mein Mann liebt diese Bodylotion. Dann, ja, diese Woche war das, habe ich mir auch neues neuen Haarlack gekauft, Haarspray. Und zwar von, ja, Drei-Wettertaft. Power Kreatin Haarfüller Stärke 5. Also die Verpackung hat sich hier so ein bisschen geändert. Kostet 1,75 und ich mag das Haarspray. Dann habe ich mir einen neuen Deo-Roller gekauft von Fa. Das ist jetzt mein dritter Deo-Roller in Folge von Fa. Davor hatte ich das mit den die zwei andere Sorten, die es gibt. Und das ist jetzt die dritte Sorte von Fa. Die wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, weil mit den anderen zwei bin ich sehr zufrieden. Und das ist jetzt Fa Antitransparent Null Alkohol Sporty Fresh. Muss ich gucken. Oh, riecht auch super lecker. Und 72 Stunden Sporty Fresh. Also, wenn der genauso ist wie die anderen, dann bin ich wirklich sehr zufrieden, weil von Farbe bin ich wirklich sehr überzeugt. Also es hält trocken. Ja, es schützt halt ganzen Tag. Also ich liebe die Aurora von Farbe. Das habe ich mir auch, also das habe ich mir auch vor circa, ja auch schon länger her, ne? Vor 2, 3, 4 Wochen gekauft. Das war damals hier bei Rossmann, waren 20% auf alle Weleda-Produkte. Und das ist das Mandel Gesichtsöl für eine sensible Haut. Also das ist ja, als Gesichtsöl, beruhigende Intensivpflege, mindert Hautirritationen. Ich liebe das Öl. Normalerweise kostet das um die 10 Euro und mit 9,95 oder so. Und mit 20% Rabatt habe ich irgendwie knapp über 7 Euro gekauft, bezahlt. Habe ich auch schon öfters benutzt und meistens halt auf die Nacht. Als Nachtpflege verwende ich das. Oh, das tut so gut. Auch für die Tage, wo jetzt ein bisschen wärmer war und ja, halt die Sonne schien und so. Dann habe ich mir das abends schön auf die gereinigte Haut aufgetragen. Das zieht auch wirklich sehr schnell ein. Es riecht. Ne.
Neutral. Es riecht neutral. Also so leichter. Nee. Eigentlich riecht das wirklich neutral. Oder meine Nase ist verschnupft, weiß ich nicht. Aber es zieht wirklich super schön ein und pflegt die Haut. Die Haut fühlt sich wirklich sehr geschmeidig an und gut genährt. Und ich liebe das Öl. Also auf jeden Fall, wenn das mir alle geht, werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. So, dann auch schon vor länger Zeit brauchte ich neue Augencreme. Dann habe ich mir die von Altera gekauft, von Naturkosmetik, Anti-Age-Augencreme mit Bio-Arganöl. Also die Creme kostet auch um die 4 Euro, glaube ich. Aber wirklich kann ich sehr empfehlen. Also die pflegt die hier die Haut, die Haut wird durchfeuchtet, es vermindert bzw. beugt vor, wenn man das wirklich anwendet. Auch den Augenfältchen vor. Also ich bin mit der Creme sehr, sehr zufrieden. Wirklich kann ich nur empfehlen. So, dann brauchte ich auch neuen Pinsel, um ja hier Lidschatten so ein bisschen verblenden. Dann habe ich mir diesen von Essence gekauft. Der sieht so aus. Also ich finde die Borsten also ganz toll. Also nicht zu weich, nicht zu hart. Genau richtig. Lässt sich hier die das Lid der Lidschatten gut verblenden hier. Kostet um die 2,75 und ja, mag ich den sehr, sehr gerne. Habe ich mir von Essence so ein All About Matte Fixing Kompaktpuder gekauft. Den habe ich auch schon öfters benutzt. Und wirklich, also der ist schon wirklich sehr, sehr gut und der mattiert ganz gut und das hält auch wirklich sehr lange an. Und mag ich wirklich sehr gerne. Er kostet um die, ich glaube, 2,95 oder 3,95, aber wirklich finde ich super Produkt und mag ich auch sehr, sehr gerne. So, dann aktuell heute war ich bei Rossmann. Weil ich brauchte eigentlich ja hier einen Concealer hier für die Augenpartie und ich habe schon einen von Rival de Loop, den also den kaufe ich immer und immer wieder nach. Also ich bin von dem Concealer sehr begeistert. Das ist diese Liquid Concealer in der Farbe 01 Beige und das ist mein, glaube ich, weiß nicht, fünfter oder zehnter, keine Ahnung, Stift. Also ich liebe diesen Stift, der hält die ganze Partie auf, aber nicht nur die Augenpartie, sondern auch hier die Nasolabialfalte kann man sich damit bestimmt so aufhellen. Und ich liebe diesen Concealer und der kostet nur um die 1,95 Euro, glaube ich. Aber das ist mein super Top-Produkt. Ich liebe ihn. Von halt Rival de Loop, The Young. Habe ich mir einen Nagellack gekauft und zwar in der Farbe 05 Sync Pink. Kostet 1,65, glaube ich. 1,65 oder 1,39. So, und das ist so schöne pinke Farbe. Also den habe ich mir so also vorgestellt, um ja die Fußnägel zu lackieren. Schön in den Sandalen und dann die Fußnägel so in knalligem Pink. Also ich denke, das sieht dann wirklich gut aus. Aber natürlich auch für die Hände ist auch top. So, dann habe ich mir noch zwei Lippenstifte gekauft. Auch von dieser Reihe Rival de Young. Und zwar einmal in der Farbe 11 Nude Breeze und 06 Tress Chic. So heißen die. Und ich finde die Farben auch super toll. Also ein Lippenstift kostet 1,69, glaube ich. Das ist dieser Nude. Und das ist der andere, das ist der Tress Chic.
Und zwar geswatcht sehen sie so aus. Weil das ist die Nude-Farbe und das ist die andere. Und die riechen auch total super. Also den habe ich auch schon mal getestet. Die sind wirklich pflegend. Die lassen sich wirklich sehr gut auftragen auf die Lippen. Und ja, wirklich toll. Und für 1,69 € für so tolle Farben. Also finde ich einfach super. So. Das war's auch schon wieder mit meinem kleinen Haul in den ganzen 3 Monaten. Also mehr war das nicht. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über Kommentare freuen oder Daumen hoch. Und ich bin auch auf Instagram und da poste ich öfters mal ein ja, Bild oder Bilder. Also ja, besucht mich da einfach mal. So. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!